Ich begrüße Sie hier im Selhurst Park. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder die Kommentatoren und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Spiel für Sie daheim an den Geräten übertragen dürfen. Brünn BF gegen Borussia Dortmund. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Die Dortmunder haben ihr Anstoß. Sie holen sich den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Bockstark. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Thorgan Hazard, da ist die flache Flanke. Reus. Jetzt kann da was entstehen. Spiel zurück zu Reus. Mahmoud Dahoud, da haben sie die Chance. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Reus, das ist die Chance. Marco Reus, er macht das Ding. Wieder einmal Reus, kann man schon sagen. Wenn es gefährlich wird, ist er häufig mittendrin. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da ist der Ball weg. Marco Reus. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Erling Haaland. Guter Ball vom Weg. Jetzt der Schuss. Borussia Dortmund macht das Tor. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Muss Einwurf geben. Chance zur Flanke jetzt. Da gibt es nicht viel zu diskutieren, denke ich. Handspiel im eigenen 16er. Elfmeter. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Ja. 3-1 heißt es also jetzt. Meunier. Dahoud.
Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Ja, da ist Platz jetzt. Er spielte zurück. Guter Doppelpass. Gut verteidigt. Brandt. Ja, mit viel Übersicht. Marco Reus ist vorbei. Das gibt Einwurf, aber war knapp. Wäre sonst fast eine Ecke gewesen. Sie lassen den Platz für die Flanke. Chance für Erling Haaland. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. So, weiter geht's im Selhurst Park mit der zweiten Hälfte. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Der Verteidiger stört ihn. Ah, das war zu lässig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt Meunier. Reus jetzt. Nicht gut von Reus. Der Ball kommt nicht an. Kollegen bieten sich an. Ballverlust, da macht er zu. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Macht das da gut. Klasse Tackling hier. Schönes Zuspiel. So, was machen Sie draus? Jetzt könnte er flanken. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jetzt Meunier. Außen hat Brandt jetzt Platz. Julian Brandt. Die Chance für Haaland. Ein unfassbares Tor. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie holen sich den Ball. Dahoud. Erling Haaland. Ballverlust Dortmund. Er holt den Ball hier ganz stark. Dahoud. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Er passt auf. Schön. Erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Hazard. Jetzt Marco Reus. Marco Reus verliert den Ball. Könnte den Konter geben.
Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Spielt den Ball direkt zurück. Manuel Akanji. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Jetzt tut sich nichts mehr. Schlusspfiff. Der BVB hat gewonnen. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.